Osiris. Osiris. Osiris ist die erste Fraktion, die wir freischalten. Ich zeige euch jetzt alle Waffen mit allen Aufsätzen dieser Waffen und sag auch ein bisschen was zu der Wertigkeit, wie gut oder schlecht eine Waffe ist. Und vielleicht noch ein Wort vorneweg. Osiris ist die erste Fraktion, die wir freischalten, weil wir die Spritzen brauchen. Die grünen Spritzen kriegen wir bei Osiris und die sind lebensnotwendig für jeden Kampf. Und deswegen schauen wir uns doch mal, wenn wir schon leveln, die Waffen an, was wir denn da freischalten. Die erste Osiris-Waffe ist die Scarab, eine Maschinenpistole mit 17 Durchdringung. Das ist schon nicht schlecht, vor allem für den Preis von nur 2000 Mark. Der letzte Preisstand zumindest. Haben wir hier eine Maschinenpistole, die aber leider im Burst feuert. Und zwar haben wir kleine Dreier-Bursts. Diese Bursts sind ziemlich ungenau auf mittlere und lange Entfernungen, was diese Waffe leider stark abfallen lässt. Aber auf kurze Distanzen macht sie hohen Schaden, wenn man alle drei Schüsse trifft. Und kann auch das Recoil kontrollieren. Man muss aber trotzdem selbst auf Kurzdistanzen die Waffe gut runterziehen, um zu kompensieren. Das bedeutet, dass diese Waffe im Endeffekt eine gute Waffe ist für PvE. Eine sehr gute sogar. Also für Ziele, die sich jetzt nicht so viel bewegen. Aber für PvP doch sehr stark schwächelt. Die Manticore, ich mag sie sehr. Das Pendant zur AR-55, ein Maschinengewehr für momentan 8000 Mark. Sie ist relativ genau, also genauer als die AR-55, hat größere Magazine, aber ist natürlich auch entsprechend etwas teurer. Die Waffe hat schon ein sehr gut eingebautes Rotpunktvisier, man sieht relativ viel, es verdeckt nicht viel von der Sicht. Allerdings muss man sagen, dass mit einem Rotpunktvisier die Sicht nochmal besser wird, weil die Sicht sozusagen um den Rotpunkt herum, um den Bereich nochmal ein bisschen besser wird und man sieht nochmal ein bisschen mehr. Die Frage, ob man sich jetzt Rotpunktvisier leisten möchte, muss jeder für sich wissen. Die Waffe ist sehr, sehr genau auf kurze, mittlere und lange Distanzen. Sehr, sehr genau heißt sowohl im Burstfire als auch wenn man durchzieht. Und das heißt, dass diese Waffe einfach Fehler verzeiht, wenn man nicht direkt trifft. Man hat mehr Möglichkeiten weiterzuschießen. Man hat Möglichkeiten, den Gegner zu treffen. Diese Waffe ist deswegen durchaus ein früher Liebling von vielen Spielern. Relativ günstig, relativ zuverlässig. Und wie man hier sieht, im Burstfire auch noch sehr genau im Burst. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Allround-Waffe. Die dritte Waffe im Bunde ist die Phasic Lancer. Die Lancer, sie war mal sehr beliebt, war mal ein bisschen stärker zwischendurch. Mittlerweile ist sie ein bisschen herabgefallen. Sie hat das erste Mal jetzt einen Durchschlag über 20, also 23er Durchschlag und schießt im Burst. Und hier ist das Problem, ähnlich wie bei der Scarab, sobald wir eine Burst-Waffe haben, die jetzt nicht so 100% genau ist, fällt sie halt doch sehr stark ab im PvP. Und deswegen ist diese Waffe momentan zum jetzigen Zeitpunkt nicht so sehr beliebt. Was das Rotpunktsystem angeht, wir sehen, dass das natürliche Rotpunktsystem schon gar nicht schlecht ist. Es wird wenig von der Waffe verdeckt. Wenn wir es erweitern mit dem Rotpunkt, wird es nochmal ein bisschen besser. Zweitpunkt wird nochmal besser. Also hier haben wir die freie Auswahl. Wir können das weglassen. Wir können das Rotpunkt unserer Wahl machen. Ich denke mal, dass das erste Erweiterungsrotpunkt, das ist billige, schon sehr, sehr guten Job macht. Was den Schaden angeht, wenn die drei Treffer, also die drei Kugeln sitzen, dann geht der Gegner down. Das ist schon eine sehr, sehr starke Waffe. Mit dem Preis von momentan 16.000 ist sie 8-mal teurer als die Scarab. Und ja, sie wird momentan deswegen nicht so viel gespielt. Jetzt kommen wir zu dem Highlight und zwar die ASP Flechette. Und die ist schon immer gut gewesen und sie ist weiterhin gut. Und wir hoffen auch, dass sie gut bleiben wird. 26er Durchschlagskraft, sie meltet. Sie ist nämlich eine Maschinenpistole. Das heißt, sie feuert durchgängig, ist sehr genau auf verschiedenen Entfernungen sehr toll. Der einzige Nachteil sieht man hier. Ist das Kimmelkorn-Visier sozusagen das natürliche Rotpunktsystem. Man hat relativ großen Waffenanteil. Selbst wenn man das Rotpunkt drauf macht, dann vergrößert man zwar die Sicht etwas, aber wir sehen, dass selbst im Rotpunkt noch die Waffe überlagert. Also wir haben nicht so eine schöne Sicht. Im Grunde genommen muss man schon ein Tier höher greifen mit dem Rotpunktvisier, um eine richtig schöne Sicht zu bekommen. Da die ASP Flechette eine Stufe 4 Maschinenpistole ist, also man sie als viertes freischaltet und 40.000 kostet, ist man hier im Bereich, wo sich sicherlich so ein Rotpunkt lohnt und wo man sowas durchaus investieren kann für so eine tolle Waffe. Die ASP Flechette ist schon immer eine Meta-Waffe gewesen, wenn man das so sagen kann. Auf ihre hohe Genauigkeit, auf große Entfernungen ist einfach Verlass. Und ihr Burstfire auf kurze Distanzen ist ebenfalls sehr, sehr stark. Rüstungsverstrengung ist hoch. Die Waffe macht einfach unglaublichen Schaden, wie wir auch sehen. Eine tolle Waffe und ja, ein etwas schwieriges Rotpunktsystem. Die Gorgon Beam Rifle war eine der, oder vielleicht sogar die beste Waffe im Spiel, ist momentan eher eine der schlechteren Waffen im Spiel. Sie wurde mehrfach genervt, weil sie Gegner gewonshottet hat. Mit einer Durchschlagskraft von 26 und diesem dauerhaften Strahl hat sie Gegner einfach zerschmolzen.
Wir sind hier das Rotpunktvisier, also bei der Waffe ist es gar keine Frage, dass man einen Scope drauf macht. Scope eurer Wahl, bitteschön. Und damit könnt ihr Gegner auf lange Distanzen erledigen. Das Problem ist aber, durch diesen Nerf, den sie bekommen hat, ist der Damage Drop auf lange Entfernungen sehr stark. Das heißt, die Waffe verliert sehr, sehr stark an Schaden über lange Entfernungen. Somit ist es die Frage, wofür man diese Waffe eigentlich noch momentan einsetzen will. Sie findet nicht so richtig ihren Platz. Und zum Finale haben wir noch einen Brecher, und zwar die Basilisk, eine DMR-Waffe, also eine Einzelschusswaffe. Extrem stark. Sie macht so viel Damage, sie meldet praktisch alles nieder, was ihr im Weg ist. Und sie hat noch ein eingebautes Scope, was auch noch variabel ist. Also, und hat auch eine Entfernungsanzeige, wie man hier so schön sieht. Also absoluter Waffe. Absoluter Wahnsinn. Auf diese Waffe passt praktisch alles drauf, was man sich vorstellen kann. Jedes Rotpunktvisier machte Sinn. Man kann sie also tatsächlich auch mit einem Rotpunktvisier auf kurze Distanzen spielen. Zweifachvisier, dreifach, sechsfach, achtfach. Alles ist Sinn und alles macht viable. Diese Waffe ist wirklich ein Oberburner. Die Waffe hat eine sehr hohe Rüstungsdurchdringung, sodass sie praktisch mit ihrem hohen Schaden in dieser Kombination viele Gegner one-shotten kann. Wenn man einen Headshot trifft, dann ist der Gegner down. Also eine sehr, 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 sehr starke Waffe. Ist sie jetzt auch in den höheren Rängen anzusiedeln? Leider nein, muss man hier sagen, aufgrund ihres Preises. Momentan kostet sie über 250.000 Mark. Letzter Preis ist 255.000 Mark gewesen. Das ist so viel. Wenn man sich vorstellt, dass eine K28 500 Mark kostet, würde das bedeuten, dass wir sage und schreibe 510 Pistolen kaufen könnten, bevor wir eine Basilisk spielen. Also nicht falsch verstehen, die Basilisk, ja, vielleicht ist sie es wert. Sie ist extrem stark und man kann sie sich mal gönnen. Aber das Problem ist einfach, durch diesen hohen Preis fällt sie ab und es gibt Waffen, die einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, sodass die Basilisk eher noch ihren Weg nach oben wieder finden muss. Wer aber zu viel Geld hat und sich was gönnen möchte, der kann sich diese Basilisk gönnen. Ich sag mal, in den richtigen Händen, es ist einfach ein Monster und kann absolut Gegner zerschreddern. Absolut Gegner zerschreddern. Ich betone, in den richtigen Händen. Wir sehen hier, wie ich mit der Basilisk zu diesem Landungsschiff gehe, was von irgendjemandem gerufen wurde. Und absolut faile, auch wenn ich eine der besten Waffen im Spiel habe. Es ist nun mal kein Garant, die beste Waffe im Spiel zu haben. Was bringt einem das Ganze, wenn man hier den Gegner nur einmal trifft und er dann zurückschlägt? Also in der Zusammenfassung, die ASP Flash Shotgun der Klassenprimos. Dann die Manticore, ein Preis-Leistungssieger und eine super AR. Und die Scarab Pistol, eine sehr, sehr günstige Pistole, die man sehr, sehr viel kriegt und schon eine gute Rüstungsdurchdringung hat, aber mit hohem Burst sozusagen damit auf Platz 3 landet. Und danach kommen momentan die Basilisk, die Gorgon und die Phasic Lancer. Die Lancer,